Ja, ich kenne Rafa sehr, sehr lange. Also mit österreichischen Spielern beschäftigt man sich noch länger als jetzt vielleicht mit anderen Spielern von anderen Nationen. Rafa war auch am deutschen Markt, hat ja für Augsburg in der Bundesliga gespielt, für Stuttgart in der Bundesliga gespielt und da verfolgst du die Österreicher natürlich noch intensiver, die in der deutschen Bundesliga tätig sind. Und ja, Rafa bringt also ein exaktes Profil mit, das wir gesucht haben. Ein flexibler Mittelfeldspieler, der ja sowohl in der Offensive Impulse setzen kann, als auch von hinten das Übergangsspiel ankurbeln kann und auch von der Persönlichkeit, ja, das mitbringt, was wir gesucht haben. Und von dem her, ja, sind wir jetzt froh, die ja, komplexen Gespräche und langwierigen Gespräche mit OH Luben erfolgreich abschließen konnten. Absoluter Traditionsverein. Ja, dann haben die Gespräche begonnen und dann war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich den Transfer so schnell wie möglich machen will. Und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir es geschafft haben. Der internationale Transfer ist immer anders und ja, was mir da vom Verständnis schon geholfen hat, dass ich eben viel auch selber schon international tätig war und andere Mentalitäten mich etwas hineinversetzen kann. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass alles so funktioniert, wie wir das in Deutschland kennen oder wie ich es aus Österreich kenne. Die guten Gespräche mit dem Trainer, mit dem ganzen Vorstand, das hat im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben und ja, das gemeinsame Ziel einfach, was vom Verein ganz klar ausgegeben worden ist, der Aufstieg und da werde ich alles dafür geben. Jetzt gilt es für mich, so schnell wie möglich die Mannschaft kennenzulernen und dann hoffentlich am Samstag schon am Platz zu stehen und die ersten 3 Punkte zu holen. Ich glaube, ich bin ein einfacher Typ. Ich kann mich schnell in die Mannschaft integrieren. Also ich habe da keine großen Probleme. Und ja, der Wechsel hierher hat natürlich jetzt auch nach Österreich ein bisschen kürzere Verbindungen. So bei den Spielen, meine Eltern und Freunde werden natürlich hier sein bei den Heimspielen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, ich kann es jetzt kaum erwarten, dass es losgeht.